Herzlich willkommen zu Authentic Talk, Motherfucker. Freundschaft zwischen Mann und Frau. Ja, ich weiß nicht, der erste Sex ist doch eh immer so erstmal ein bisschen. Ich bin auch kein Mensch für Freunde. Ich will Seelenverwandte in meinem Leben haben. Ich will Menschen haben, wo ich das Gefühl habe, wir gehören zusammen bis zum Tod. Ich brauche keine Freunde. Sucht die Menschen, die euch wirklich ein gutes Gefühl geben. Man ist ja keine Ho, nur weil man jemanden gerade umarmt. Einfach wegen Ehre, so wegen, nee, das sind meine Brüste. Diese Seelenverbundenheit und ich habe durch dich das erste Mal kennengelernt, dass man nicht gleich miteinander zusammen sein muss. Was wir miteinander haben, Leon. Oh oh. Was? Ich gehe. Authentic Talks. Alles klar? Alles klar bei dir? Gut, ja, muss. Ich habe schon für 4 Jahre immer getroffen. Echt, ja? Ich küsse dein Herz, Bruder. Geiles T-Shirt, Alter. Hier damals am Ding. Wasserturm. Das war so eine Versammlung, das ist Anfangszeit. Ah, diese Zeit, Bruder, ja, geil. Habe ich letztens noch einen Kumpel von erzählt, Bruder, ja? Wir haben die ganze scheiß Ding voll gemacht, Bruder, weißt du noch? Ja, jo, Bruder. Diese Treppe war das. Ja, Digga. Alles voll, Digga. Geil, Bruder. Ich. Ah, jo, machen wir. Let's go. Sehr stark. Alles klar, danke. Bruder, ich küsse dein Herz, ne? Bleib stabil, Bro, wir sehen uns. Jawohl, Bruder. Dabei ist alles, man. Okay, was mache ich jetzt für ein Intro? Ist jetzt was Neues? Einfach so. Herzlich willkommen zu Authentic Talk, motherfuckers. Habt ihr gehört, meine lieben Freunde? Ja. Ich und Laura, wir haben uns gedacht, wir machen jetzt einen eigenen Podcast. Yes. Geil. Oder? Ja. Weil wir immer am Telefon so viel labern und krasse Talks haben. Ich glaube halt, dass es eine geile Kombination ist, weil erstens Frau, Mann, wir verstehen uns brutal, was? Weißt du? Das kann ich überhaupt nicht leiden. Auch gut für Diskussionen, weißt du? Ja. Wie ich, jo. Auf jeden Fall, wir haben gute Talks immer. Wir haben zu jedem Thema eigentlich auch eine Meinung, weißt du so? Ja, schon. Deswegen habe ich mir gedacht, so ein geiler Podcast, das wollte ich sowieso schon immer. Ich habe mir immer gedacht, also ich habe ja auch einen eigenen Podcast gehabt, wisst ihr ja, Bionique. Den werde ich auch bald wieder starten. Aber irgendwie habe ich die ganze Zeit auch Lust gehabt, einen Podcast zu machen mit jemandem zusammen so. Weil ich merke halt auch, wenn ich mit dir, auch wenn du hinter der Kamera bist, so, wenn wir reden, wenn jemand dabei ist, den ich auch noch fühle, wo man sich gegenseitig fühlt, dann kommen meine Talks auch noch mal ganz anders rüber, so, weißt du? Ja, deswegen, ja, genau. Mhm. Du hast den Namen, du bist auf den Namen gekommen, glaube ich, ne? Ja, weil wir aber auch einfach authentisch sind. Und jetzt nicht irgendwie großartig versuchen, jemand zu sein, der wir nicht sind. Und authentic. It is. So. Und ich habe mir gedacht, dass wir auf jeden Fall gucken, dass wir jede Woche eine Folge bringen. So. Yes. Ne? Ja. Einmal die Woche einen schönen Talk. Können. Weil ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe mittlerweile auch nicht mehr so viel Lust auf die anderen Dinge, die ich früher getan habe. So, weißt du? Ich habe Bock, irgendwie was Neues zu machen. So. Finde ich auch gut. Wo man wir wächst, auch ein bisschen man wird älter, man muss sich auch neu erfinden. Immer gleich bleiben. Wer bleibt gleich? Manchmal lese ich dann deine Community, also nicht deine Community ist krass. Aber ich meine so andere Leute, die dann sagen, jetzt macht er das, dann macht er das. Leute, Alter, macht ihr alle noch das Gleiche, was ihr vor 20 Jahren gemacht habt, oder was? Das ist doch, was mich immer triggert, so. Was? Wo ich immer so denke, so, Bro, lass mich doch meinen Weg gehen, weißt du? Man darf sich halt davon nicht so krass beeinflussen. Ich habe das gemerkt, weil wenn du dich davon zu krass beeinflussen lässt, dann lässt du dich davon lenken und dann hörst du auf Leute, die seit Jahren auf demselben Punkt sind, weißt du so? Voll. Ich finde, das ist so wichtig, sich neu zu erfinden und das machst du ständig und es ist gut so. Let's go. Fürs Business muss ich dir ehrlich sagen, also so marketingtechnisch gesehen, hat es schon Vorteile, wenn du einen Film durchziehst, die ganze Zeit und dich nicht groß veränderst. So, gerade hier in Deutschland wollen die dich, also wenn die Menschen dich in eine Schublade reinstecken können und du bedienst diese Schublade immer wieder, dann knallt es von den Zahlen her auf jeden Fall mehr so. Ja. Die Frage ist nur, ob du als Mensch immer dahinter stehst oder ob du nicht wächst und gar keinen Bock mehr hast, diese Rolle zu spielen, so, weißt du? Und davon gibt es auch einige da draußen, die immer noch dieselbe Rolle spielen seit Jahrzehnten. Ist doch, da wird doch keiner glücklich mit. Ja, genau das ist es nämlich. Genau das ist es. Da muss man halt immer abwägen so. Willst du happy sein, willst du zufrieden sein mit dem, was du tust oder willst du einfach nur Geld machen? Ja, eben. Wie siehst du das? Ja, so auf jeden Fall. Ich finde das völlig, also ich bin kein Fan von ständig die gleichen Dinge zu machen. Irgendwann wird es monoton, irgendwann wird es langweilig und man fühlt sich selbst nicht mehr wohl in seiner eigenen Haut. Weil ich bin der Meinung, als Mensch hast du so viel Potenzial, du kannst so viele Dinge, von denen du wahrscheinlich noch gar keine Ahnung hast, weil du halt nicht aus deiner Komfortzone rausgehst. Außerhalb der Komfortzone fängt das Leben an, meiner Meinung nach. Ja, wir sind dafür gemacht auch. So ja, voll. So sehe ich das auch. So, wir Menschen sind dafür da, um zu wachsen. Wir wachsen, seitdem wir geboren sind, werden wir nicht nur körperlich größer, sondern wir lernen auch jeden Tag neue Dinge dazu.
Und ab dem Punkt, wo du aufhörst zu wachsen, stirbst du eigentlich als Mensch. Ja, ist so. Die Leute, die seit 20 Jahren denselben Job machen und unzufrieden sind und immer jeden Tag das Gleiche machen, die leben nicht mehr, meiner Meinung nach, so. Dead. Und da will ich nicht hin. Nee. Auf gar keinen Fall. Hell no. Ain't happening. Authentic Talks, ihr merkt schon auf jeden Fall. Wir haben aber auch ein paar Themen vorbereitet, ne? Du hast, glaube ich, ein paar Themen vorbereitet. Ja, ich habe mein Zettel nicht mitgebracht. Aber du hast es bestimmt noch im Kopf, oder? Aber ich habe ein paar Sachen da auf jeden Fall aufgeschrieben. Ich wollte auf jeden Fall noch mal mit dir darüber reden. Aber ja, als erstes, das weißt du, stand Freundschaft zwischen Mann und Frau. Ich finde, weil das betrifft uns ja sofort. Und auch noch viele andere. Und die Meinungen gehen da so krass auseinander. Total. Und ich finde das auch ganz geil. Und ich finde, es gibt gar kein richtig und falsch, nee. Aber ich finde es interessant, mal so zu hören, wie, wer, wo, was. Selbst bei mir, jedes halbes Jahr ändert sich mein Meinung. Ja, siehst du, wir wachsen. So. Voll. Ist ein gutes Thema, ist ein sehr gutes Thema. Wir können auch jetzt mal an der Stelle sagen, auf was die Leute Bock haben, weißt du? Ja, genau, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Genau. So, wo Männchen und Weibchen die Meinung von beiden Seiten gefragt ist. Safe. Muss auch nicht unbedingt jetzt immer was mit Mann und Frau und so zu tun haben. Ihr könnt auch gerne irgendwelche Off-Topic-Sachen, Digi, also wir können eigentlich über alles reden und wir haben eigentlich auch zu allem eine Meinung. Deswegen finde ich auch die Kombi geil so, weil wir haben immer irgendwas zu sagen, so, weißt du? Deswegen fetzt jetzt unten in die Kommentare rein und liked den Kommentar hoch mit dem Thema, was ihr als nächstes sehen wollt. Und dann machen wir das für euch. Wir nehmen immer die Kommentare mit auf, würde ich sagen. Ja, genau. Von der letzten Folge so, weißt du? Genau. Die drei Top-Kommentare irgendwie gehen wir durch, lesen vor. Geil. So, und dann quatschen wir einfach darüber. Das finde ich gut. Dann müssen wir uns auch nicht vorbereiten. Nee. Was wir vorbereiten? Wir bereiten uns doch eh nie richtig vor. Da wird einfach drauf losgelabert. Wir wollten eigentlich gestern noch mal telefonieren. Ey, wo wollen wir drehen und so? Einfach nicht gemacht. Ja, okay, dann lass mal das Thema anfangen. Freundschaft zwischen Mann und Frau. Was ist deine Meinung dazu? Also, wir hatten es ja letztens am Telefon schon mal kurz angeschnitten. Ich war immer fest davon überzeugt, dass Frau und Mann befreundet sein können. Bis ich schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und ich bin heute eigentlich der Meinung, dass es nicht geht. Also, dass es schwer ist, weil ich meine, du bist mein bester Freund. Ich sehe dich gar nicht als besten Freund. Für mich bist du wie Familie. Family. Ja. Ja, deswegen, also ich bin voll der Widerspruch in sich, weil eigentlich glaube ich nicht, dass es funktioniert, aber es funktioniert. So, macht gar keinen Sinn. Bei mir war es genau andersrum, haben wir ja letztens auch gequatscht. Genau. Bei mir war es genau andersrum. Früher war ich hundertprozentig davon überzeugt, dass es nicht möglich ist, dass Mann und Frau befreundet sind. Yeah. Weil ab irgendeinem Zeitpunkt meiner Meinung nach irgendeiner von beiden anfängt, irgendwelche Feelings zu machen. Aber ich war auch mal, das habe ich dir auch letztens erzählt, wir saßen mal in Berlin in einer Runde mit Männern so. Und dann haben wir über das Thema geredet und ich halt voll überzeugt, mein Standpunkt vertreten und dann hat ein Bruder... Geht nicht, der Standpunkt geht nicht. Geht nicht, genau. Und dann hat ein Bruder eine Sache gesagt, wo ich gesagt habe, ja, Bruder. Also habe ich so kurz überlegt, oh ja, okay. So habe ich noch gar nicht gedacht, weißt du? Und zwar, wenn du mit einer Frau, also ich jetzt als Mann, ich habe was mit einer Frau gehabt, wir hatten schon Sex. Ja. So, dann, keine Ahnung, merkt man, dass es irgendwie nicht vibet oder nicht passt oder so und es entwickelt sich eine Freundschaft. Mhm. Dann ist dieses Thema Sex schon weg. Weißt du, man hat schon Sex miteinander gehabt und wenn beide Parteien gemerkt haben, okay, da geht nichts, vibe nicht, dann glaube ich schon, also hat er gesagt, dass man dann befreundet sein kann. Weil dann ist dieses sexuelle Thema einfach schon weg. Ja. Da musste ich sagen, so, da habe ich kurz überlegt, dachte ich so, eigentlich schon. Weil das ist so das, wo ich früher immer gesagt habe, das ist das Thema so. Wenn du mit einer Frau befreundet bist, einer von beiden, das ist meine Erfahrung, fängt irgendwann an, solche Gedanken zu haben. Es liegt halt in der Natur des Menschen. Genau. Aber wenn ihr schon mal Sex hattet und gemerkt habt, da ist nichts, da ist einfach nichts. Weiß ich nicht. Ich könnte mir auch ich fühle das auch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man einmal diese Grenze eben überschritten hat, dass es dann vielleicht... Ja, aber wenn es kacke ist? Wenn es kacke ist, dann könnte man sich ja vielleicht einreden, dass es nur in dem Moment kacke war. Okay. Also ich weiß nicht, wenn ich zum Beispiel... Ja, ich weiß nicht, der erste Sex ist doch eh immer so erstmal ein bisschen... Man braucht dann vielleicht... Ja, aber es gibt doch bestimmte Dinge, wo du sagst so, nee, Digga. Ja, safe. Da gibt es bestimmt ein paar Sachen so, weißt du? Safe. Und wenn die Sachen eintreffen, dann bist du ja raus eigentlich. Oder? Also so ist bei mir. Wenn ich merkte schon, ob das Potenzial hat, besser zu werden.
Oder ob das so nicht miteinander matcht, so dass wir gar keine Harmonie, gar keine Einheit sind im Bett. So. Und dann ist für mich das Thema auch durch. Und dann kann ich. Aber das muss halt von beiden Seiten dann so sein. Es kann auch sein, dass der andere das anders denkt. Ja. Und dann kommt wieder irgendwann nach 10 Jahren auf einmal merkt, der sagt, ey, bei mir war es doch nicht so. Ja. Ja? Ja, kann also, sein. Ja. Nee, du hast schon recht, aber ich weiß nicht. Ich kann mir einfach vorstellen, dass wenn das einmal passiert ist, dass es dann einfach, ja. Dankeschön, Bro. Ich küsse dein Herz, Digga. 6-8, man. Einfach ja gesagt, er hat einfach weitergeredet. Aber so. Geil. Egal. Community it in, man. Ihr dürft. Was gibt's denn für dich für Szenarien, wo du sagst, da könnte eine Freundschaft funktionieren? Da könnte eine Freundschaft funktionieren. Ja, zwischen Mann und Frau. Ja, zum Beispiel, wenn man sich schon immer kennt. Also ich bin zum Beispiel aufgewachsen, für mich sind das meine Cousins, Cousin, aber ich kenne ihn schon, seit ich auf der Welt bin. Für mich ist das auch wie Familie. Das geht, das funktioniert und da war auch noch nie was. Ach, tatsächlich hatte ich mit ihm meinen ersten Kuss, so. Da war ich 6. Weißt du, was ich meine? Aber das war's dann auch, weißt du. Das funktioniert. Aber dieses... Kannst du aber, du kannst nicht in ihn reinschauen. Du bist dir nicht sicher, ob er nicht trotzdem manchmal Fantasien hat, so, oder? Nee, oh, aber so Gedanken mache ich mir auch nicht. Okay. Ich bin ehrlich. Also, weil wenn ich mir schon solche Gedanken mache, ob derjenige gerade irgendwelche Fantasien hat, dann will ich ja wohl auch irgendwo, was weiß wahrscheinlich, ich, wissen, ne? Irgendwie. Ja, ja. Nee, ich will dann so Sachen gar nicht wissen. Okay. Oder? Ja, dann ist es halt nicht echt eigentlich. Also wenn er jetzt Fantasien von dir hätte und du denkst einfach gar nicht darüber nach, ja, und denkst, es ist eine echte Freundschaft. Aber ich, wie du gesagt hast, man spürt das ja, ja auch schon so ein bisschen. Schon. Eigentlich schon. Wobei auch nicht. Also ich hatte einen besten Freund, der danach sich einfach nicht, ja doch, in, sich in mich verliebt hat und ich habe das nicht gemerkt. Ja. Ich habe das nicht gemerkt, ja, weil ich auch diese Gedanken nicht hatte und... Das ist mir auch schon passiert. Ja. Das ist mir auch schon passiert, weil ich von Anfang an gesagt habe, ist Freundschaft so, ja, und gar nicht daran gedacht habe. Und irgendwann kommt dann dieser Tag, wo man am Tisch sitzt und die sagt dann, ey, ich will dich unbedingt haben oder oh, so. Weißt du, wie ich meine so? Ich will mit dir was versuchen, Beziehung, dies, das. Und du hast selber noch nie darüber nachgedacht so. Und ab dem Zeitpunkt ist halt auch die Freundschaft mehr oder weniger nicht mehr so, wie sie vorher war. Voll. So. Ich glaube, wenn sowas einmal ausgesprochen wurde, danach ist hart. Danach ist hart. Safe. Was ist denn, was würde dich denn daran stören, wenn du jetzt einen Freund hast, ja, und der hat eine Freundin, eine gute Freundin? Hatte ich schon und es hat mich überhaupt nicht gestört, muss ich sagen. Es war seine beste Freundin, der war dort oft, sie war auch als da und ich war nicht im Haus oder so, aber wie gesagt. Das ist dann cool für dich. Ja, aber nur, weil mein Partner mir zu 100% das Gefühl gegeben hat, du brauchst dir keine Sorgen machen. Ich habe sie kennengelernt, ich habe gesehen, wie die zwei... Bester Mann, Digga. Auf jeden Fall, Shoutouts gehen raus an VIP Mannheim, direkt am Wasserturm. Kommt vorbei, bester Shisha-Laden. Weh schon ganz genau, wie das läuft. Oder kann ich kurz deinen Schlauch haben, Digga? Ich rauch schon an, Bruder, alles gut. Ja, ja. Ich habe gute Lunge. Wo war ich denn stehen geblieben? Mit dem einen, der eine beste Freundin... Wenn der dir das Gefühl gibt, ja, dass du safe bist, ne? Und ich habe sie, wie gesagt, schon kennengelernt. Das war dann für mich so ein, hey, die ist voll cool, die ist voll nett, easy. Ich muss auch sagen, der hat auch noch nie mein Vertrauen missbraucht gehabt zu diesem Zeitpunkt. Deswegen ist für mich dann cool. Wenn aber ich schon weiß, dass mein Typ irgendwie so nicht ganz koscher ist, hell no, no girlfriend, man. So war das bei mir auch schon mal, dass ich, das war jetzt nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass meine Freundin zu dem damaligen Zeitpunkt irgendwie komisch ist und vielleicht irgendwas machen würde oder so. Aber sie war in ihrem Verhalten noch so, wie soll ich das sagen? Ich habe zum Beispiel, so als Beispiel, wir gehen irgendwo hin und ich treffe 5, 6 Kumpels von mir, so, ne? Ich gebe denen die Hand, die ist das, und die kennt die Jungs nicht so. Und die umarmt die aber so. Oh ja, okay. Weißt du, was ich meine? Das sind so Kleinigkeiten, wo ich gemerkt habe, dass sie in ihrem Verhalten noch so, die weiß gar nicht, wie Männer sind und wie die denken und wie die aufpassen muss auch teilweise bei Männern und yeah, in der Öffentlichkeit, wie man sich verhält und sowas. Weißt du, was ich meine so? Und da habe ich dann generell so eine nicht Unsicherheit aufgebaut, aber da, ich wollte nicht, dass die alleine mit irgendwelchen Männern unterwegs ist. Naja, so eine
Angst. Ja, so, yeah. So. Jetzt nicht, dass die irgendwas macht oder so, sondern dass sie sich falsch verhält gegenüber anderen Männern und so, die Männer die dann denken, yeah. Ey, was geht da ab so? Yeah. Weißt du, was ich meine so? Und da war ich dann auch so, dass ich nicht wollte, dass sie mit Männern irgendwie alleine irgendwo ist, weißt du? Ja, aber kann ich nachvollziehen. Da ging es ja weniger um sie, sondern eher um das, was die Typen eben denken könnten. Genau. Wobei, und das ist mir halt voll wichtig und das ist auch das, was du sagst eigentlich, dass sie mir das Gefühl gibt, dass sie weiß, wie sie sich zu verhalten hat, wenn wir unter Männern sind zum Beispiel. Oder wenn ich mit meinen Jungs bin. Yeah. Wie die sich dann zu verhalten. Sowas ist mir voll wichtig, so Details, weißt du? Wie verhält die sich dann? Wie redet die mit denen? Wie, weißt du, was ich meine? Wie begrüßt die und so? Das ist zwar jetzt voll Ding so, aber das muss eine Frau schon wissen so. Weißt du? Ich finde das voll krass, dass du das sagst, weil ich war, glaube ich, in der Position wie deine Ex, weil also damals noch, weil ich bin so eine Frohnatur, ich bin einfach ein glücklicher Mensch, ich bin offen, ich freue mich immer, wenn ich immer so, und ich habe gar keine Hintergedanken, wenn ich das mache, aber ich habe auch nicht eben, wie du gerade gesagt hast, darüber nachgedacht, was die jetzt denken könnten, und bis heute denke ich immer noch nicht, was die jetzt denken könnten, aber ich habe gelernt, dass eben dieses man muss so eine gewisse Distanz halten. Genau. Erstmal aus Respekt zu dir sowieso, aber auch dieses vor sich selbst. Vor sich selbst, genau. Vor sich selbst. Sich so zu präsentieren, dass man nicht immer anfassbar ist. Nicht jeder kann dich umarmen und einfach anfassen. Ja, wobei das ja eigentlich nichts Schlimmes ist. Man ist ja keine Ho, nur weil man jemanden gerade umarmt. Eigentlich. Safe. Aber safe. Das ist halt dann, ich finde, das ist voll... So voll das dünne Eis, auf dem man dünner sich... Faden, so. Ja, ist total. So. Ist so. Und da muss ich auch sagen, dass ich mich mit den Jahren auch ein bisschen, also dass ich ein bisschen cooler geworden bin bei der Sache. Auch durch Mexiko vor allen Dingen. Ja, weil ich da auch gemerkt habe, so, ja, wie offen die richtig sind, auch in der Beziehung. Ja. Und wie die sich gegenseitig vertrauen und da auf so eine Sachen, so eine Ego-Filme, mehr oder weniger einen Fick geben, so. Ja. Und die Freundin auch mal nackt am Strand einfach rumliegt, so, weißt du? Oh, drauf geschissen, so. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich das könnte so. Ich weiß nur, dass ich mich ein bisschen entwickelt habe auf jeden Fall. Aber ich habe in der Zeit jetzt noch keine Freundin auch gehabt so. Ich weiß nicht, wie es das nächste Mal sein würde, wenn ich eine Freundin habe. Ich war schon immer sehr, sehr so, habe auf so eine Sachen voll viel Wert gelegt, weißt du? Ja. Ja, aber du hast es schon gesagt, das sind auf jeden Fall Ängste und Ego ist auch mit dabei. Plus dann natürlich noch das Verhalten der Freundin und so. Aber im Eigentlichen hat das immer mit einem selbst erstmal zu tun. Ja, ja. Ja. Aber ich kann, also, wenn ich mir vorstelle, dass ich mit meinem Freund in der Stadt rumlaufe und ich sehe meine Freundinnen und mein Freund umarmt die alle und so, oh, da, Ego hin oder her, man, what the fuck? Fuck, Bruder, du bist smack lang. Like, what's happening? Voll asozial, aber... Eigentlich ist es voll assi, ja. Das ist voll traurig. Aber es ist real halt, was willst du machen? Ich glaube, es liegt auch am Typ, weißt du, es ist auch typabhängig. Manche Leute sind eher lockerer, was das Thema angeht, manche sind eher ein bisschen steifer. So. Man entwickelt sich sowieso, aber ich glaube schon, dass es halt auch vom Typ abhängig ist. So. Ich glaube auch, wie viel man schon durchgemacht hat in seinem Leben. Wie oft, ich wurde ja schon oft verarscht. Echt, ja? Ja. Mittlerweile, wie gesagt, ist das alles nicht mehr so, wie? Nicht mehr so präsent. Aber damals, und das habe ich mitgenommen in jede Beziehung, ich war immer so unsicher, ich habe immer so viel Stress gemacht, ich war immer so eifersüchtig, weil, ja, für mich... Wo kam die her, die Eifersucht? Was denkst du? Eigene Unsicherheit? Die eigene Unsicherheit und Angst. Ich habe Angst gehabt, dass mein Partner jetzt auf jeden Fall mir fremdgeht. Okay, krass. Auf jeden Fall. Ja. Und auch safe mit irgendeiner Freundin, weil das schon tausendmal passiert ist. Ja, man ist dann halt vorbelastet, sag ich mal so. Man ist vorbelastet. Und da wollte ich gerade, wollte ich noch was zu sagen. Warum? Guck mal, ich verstehe mich mit Männern einfach besser. Es ist leider so. Weil Frauen mir schon so viel angetan haben in meinem Leben, dass ich mich mit denen, ich habe kein... I love women. Ja, so ist es jetzt nicht, aber dieses... Ich könnte mich, dir zum Beispiel, öffne ich mich viel lieber wie jetzt einer Frau. Vertrauen ist anders, ne? Das Vertrauen ist anders. Ich wurde schon so oft in die Pfanne gehauen. Und nicht von Männern, noch nie. Nur von Frauen. Und so, und ich weiß noch, du nicht, wir hatten es auch mal darüber, dass es bei euch Männern ist es ja nicht anders. Du verstehst dich ja mittlerweile auch besser mit Frauen als mit Männern. Weil da weiß ich nicht, was ist das? So eine komische Eifersucht zwischen... Ja, also bei mir ist echt so... schwierig, Männer zu finden, mit denen ich ein richtig heftiges Vertrauen habe. So. Ich habe das schon gehabt und ich habe auch
ich werde das auch in Zukunft wieder haben. Ich merke das auch jetzt schon. Es gibt wieder ein, zwei Leute, wo ich so was aufbaue gerade so. Mhm. Aber ich bin da halt voll Ding so auch. Voll vorsichtig, was für eine Art Männer sind das. Ich will keine Freunde mehr haben, die irgendwie mir nicht gönnen. Oder neidisch darauf sind, was ich tue oder nicht tue. Neid. So. Ich will Leute haben, die Bock haben, die das geil finden und die Bock haben, mitzuziehen, auch zu scheinen, muss. Auch groß zu sein, auch zu glänzen. So. Und nicht mir sagen, so, mit dir gehe ich nicht mehr raus, alle Frauen wollen dich haben. Was ist so ein Scheiß. Das macht mich schon so traurig. Das hat mich wirklich verletzt im Herzen. So. Also wirklich im Herzen. Es ist nicht so, dass ich dann gedacht habe, ja, geil, guck mal, ich bin der Mac und so. Es ist eher so, dass ich gedacht habe, so, Bruder, ich will die Frauen gar nicht. Warum sagst du mir sowas, Digga? Ich will mit euch Spaß haben, so, weißt du? Am Ende des Tages gibt es genug Frauen. Jeder hat seinen Deckel, so, weißt du? Ja. Was ich noch mal zur Eifersucht sagen wollte. Meiner Meinung nach gibt es auch zwei verschiedene Arten von Eifersucht. Ja. Einmal eigene Unsicherheit und einmal Ego-Eifersucht. So. Ja. Meine Eifersucht basiert rein auf Ego. Meine Eifersucht hat auch rein auf Ego basiert. Ich bin überzeugt davon, dass wenn ich eine Freundin habe, dass ich der krasseste Mann bin in ihrer Welt. So. Wichtig. Das weiß ich und das wusste ich auch bei meinen Ex-Freundinnen immer so. Also ne? Muss sie dir gar nicht das Gefühl geben? Die muss mir gar nicht das Gefühl geben, aber für mich ist... Digga, lass nicht so viele Männer dich anfassen, lass nicht so viele Männer dich so und so sehen. Weißt du, wie ich meine? So, das ist einfach so dieses Ego. Ich will nicht, dass meine Frau zum Beispiel, dass die Brüste von meinen anderen Männern die Brüste von meiner Frau sehen. Nicht, weil ich denke, dass sie dann was mit dem Mann hat, so, sondern einfach wegen Ehre, so wegen, nee, das sind meine Brüste. Weißt du, was ich meine? Viele denken so, ich glaube, alle eigentlich. Ja, viele handeln eifersuchtmäßig aus eigener Unsicherheit, weil die denken, die Frau würde eventuell fremdgehen und so. Ich habe sowas nie gedacht. Nie. Für mich war das immer das Gleiche, ich bin ehrlich, diese eigene Eifersucht und diese Ego-Eifersucht. Ich habe immer gedacht, das ist ein und dasselbe. Weil, na, ich weiß nicht, das Ego aber fühlst stammt du, was ich ja sagen? Aus. Ich weiß also genau, das, was du sagst. Bei mir kam es nicht aus einer Unsicherheit raus. So. Ja. Ich habe nie Angst gehabt, dass die irgendwas mit einem anderen Mann macht. So. Ich war nur so, das ist meins. Das ist meins. Ich will das nicht teilen. Ich will nicht, weißt ja, wie ich du musst meine? Ja auch nicht teilen. Ja, eigentlich nicht. Keine Ahnung. Das ist. Ich will einfach, ja, bei manchen Sachen wollte ich einfach nicht so, nee, ich will nicht, dass der Mann das sieht, weil nur für mich das bestimmt ist. Ja, ich verstehe das. Deswegen gibt es ja viele Frauen, die sich verdecken in verschiedenen ja, okay, Religionen, Kulturen so, so und sonst so bin ich, irgendwas. Aber also jetzt, ich rede nicht vom Verdecken, ich rede jetzt zum Beispiel von nackt am Beach liegen, mit offenen Brüsten, so, weißt du? Boah, das ist auch sogar für mich schon eine Nummer zu viel. Und ich bin schon, you know. Ja, aber du weißt, wie die teilweise drauf sind, weißt du? Es gibt viele Frauen, die sagen, für die ist das so, sind freizügig halt unterwegs, so. Für die ist das okay. Also ich finde, es gibt so ein paar Sachen, die haben einfach was zwischen Mann und Frau so im Schlafzimmer zu suchen. You know? Und nicht irgendwie so da draußen. Das verstehe ich vollkommen. Ja, und auch, so, dass sie auch nicht zu Freunden... Ja, Ausschnitt ist okay. Ah, okay. Früher war ich so, ganz früher habe ich auch gesagt, da habe ich sogar Filme geschoben, aber mittlerweile, boah, zieh dich an, wie du willst. So. Ja. Aber wenn wir dann in die Stadt gehen und wir treffen auf meine Jungs oder auf irgendwelche Männer, verhalte dich vernünftig. Ja, voll. Und wenn du dich nicht vernünftig verhältst, dann habe ich nicht Angst davor, dass du was mit dem Typen anfängst, sondern ich will nicht, dass die denken, was ist das für eine? Also jetzt, das war jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber... So, gib keinen anderen Männern das Gefühl, dass sie vielleicht eine Chance bei dir hätten oder so. Mit deiner Art und Weise. Sei ein bisschen kühl. Im Endeffekt geht es auch eigentlich darum, dein Gesicht zu wahren. Oder? Als Frau schon, an ja. deiner Seite. Ich glaube Was schon, ich ja. auch wollte. Ich will auch nicht, dass ich mit meinem Mann rumlaufe und dann fängt er an, irgendwelchen Tussen hinterher zu gucken. Weil dann fühle ich mich sofort disrespected. Echt, ja? Sofort. Gucken geht nicht? Nicht, doch, guck mal, wir können zusammenlaufen, okay? Und ich sage, ah, guck mal die. Und dann guckt er und sagt, ah, ja, Mann, okay, kein Problem. Aber wenn ich laufe und dann drehst du dich um, ein kleiner Wings. Ja? Und wenn ich dann, und wenn der dann sagt, wenn er sich umdreht und, sagt, und zu dir dann sagt, guck mal, wir haben voll den krassen Booty zum Beispiel? Da muss ich, das, ich bin ehrlich, es kommt drauf an, wie ihr miteinander wie seid. Wie wir miteinander. Gab's auch schon. Und es war auch cool. Ja, so. Genau, das hatte ich nämlich auch schon. War auch cool, aber. Es kommt drauf an, was, wie das ist, so, ne, die Situation. Ja. Wie ernst und wie... Das schon, da ist schon, das ist schon kritisch, ich bin ehrlich. Cause I'm the one, that's it, motherfucker. Ja, so. So. Ja. Ja, deswegen, Was ist denn jetzt das Statement zu Freundschaft zwischen Mann und Frau so? Ja oder nein? Ich meine, wir können nicht nein sagen, wenn wir hier zusammen sitzen und befreundet sind. Geht gar nicht. Nee. Aber nein. Ich sag ja. Ja. Ich sag ja. Weil wenn ich jetzt ein Mädel kennenlernen würde, so, ne? Und die hat so jemanden wie mich, wie du jemanden hast wie mich, so, ne? Ja.
Das spürt man ja, das fühlt man ja. Ich schwör's dir, ich würde das fühlen. Ob das irgendwie so eine krasse menschliche Verbindung ist, die man nicht kappen darf, so. Ja. Wo ich mir selber dann was vorwerfen würde, wenn ich das kappen würde, so, weißt du? Das spürst du ja. Okay. Wie wichtig. Wie hättest du damit kein Problem? Wenn du jetzt wirklich eine kennenlernst und die chillt mit einem, der so ist wie du. So ist wie du. Also auch wie ich. Also, ja, also so mit Frauen vor allem. So, ach so, oh, ja, auch dieselbe, ja, genau. Vergangenheit hat wie ich. Und mäßig. So. Die Vergangenheit. Optisch von mir aus sieht er genauso aus, besser aus. Sagen wir mal sogar, der sieht noch besser aus als du. Gibt's das überhaupt? Gibt's überall, Bro, bleib auf dem Boden. Nee, Digga. Ich weiß doch, Digga, gibt's. Yeah. Aber nicht in meiner Welt. Nee, das ist okay, in deiner Welt darfst du alles sein. So. Boah, das ist eine harte Frage, ja, aber ich muss auch ehrlich sein. Ich hätte am Anfang auf jeden Fall Probleme damit, so. Ich hätte am Anfang auf jeden Fall, würde ich mir denken, so, hä? Okay, das würde mich zum Nachdenken bewegen, so. Und dann würde ich so gucken, was in mir abgeht, so, weißt du? Weil ich habe schon viele Dinge gesagt, so, würde ich niemals machen, zum Beispiel, das würde ich niemals machen, das würde ich niemals machen, so. Und dann bin ich mit einer zusammengekommen und die hat mich so krass geflasht. Ich habe so krass gemerkt, dass wir zusammengehören, dass ich auf Dinge einfach geschissen habe und auch Dinge drüber hinweg gesehen habe, wo ich vorher gesagt habe, niemals so. Ich glaube, wenn eine Frau dich so krass catcht, dass du merkst, dass es die richtige ist, so, dann nimmst du auch Sachen mit, wo du vorher gesagt hast, nee, würde ich niemals machen, so, weißt du? Ja, so. Kommst du damit klar, ist die Frage. Ja, das kommt dann darauf an, wie sehr ich das Gefühl habe, dass wir füreinander bestimmt sind. Und dann vor allen Dingen muss ich halt die kennenlernen und dann richtig merken, wie die zueinander stehen. Und ich habe eine krasse Menschenkenntnis. Wenn ich die einmal zusammen sehe, dann weiß ich ganz genau, Dicker. Ich weiß ganz genau, ob du die bumsen willst oder nicht. Ich spüre das sofort, du Wichser. Ich schwör's dir, ich spüre das sofort. Und ich bin ehrlich, zum Beispiel jetzt diese Situation. Du spürst das sofort. Ich habe einen kennengelernt, okay? Oh mein Gott, he was so amazing. Ja, also ich bin ehrlich, ich hätte ihn sogar geheiratet. Tschüss. Also vom Optischen. Das habe ich auch manchmal, aber das ist ja nicht alles, Digga. Nein, natürlich nicht. Aber ich natürlich weiß ganz nicht genau, was du meinst. Ich denke, sonst wäre ich doch nicht immer noch Single. Ich habe auch so ein, zwei Mädels getrunken, wo ich dachte, ja, so. Ring. So, nee, jetzt nur vom Optischen. Charakterlich ging leider gar nicht, wir haben uns null verstanden. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich dir das überhaupt richtig erzählt habe, aber du warst auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Problem. Und er hat sich aber gar nicht die Zeit genommen, mich mal richtig anzuhören oder so, oder mal dieses, genau, was für eine Verbindung wir zueinander haben, oder vielleicht, dass er auch mal sagt, hey, vielleicht will ich ihn mal kennenlernen oder so. Nein, für ihn war von vornherein so, wenn du mit dem bist, geht nicht. Geht nicht. Und ich fand's voll, also, weil der würde sich gar nicht diese Zeit nehmen, um zu gucken, ah, vielleicht will der Leon gar nichts von ihr. Für ihn einfach nur das Prinzip, der ist Alpha, der sieht gut aus, die sieht gut aus, die hocken zusammen, will ich nicht. Geht nicht. Aus Angst einfach, weil da könnte ja eventuell was passieren. Ja, oder auch dieses Ehre-Ding, dieses so, ich will nicht, dass meine Freundin mit so jemandem gesehen wird, der auch krass aussieht. Und dass Leute dann denken, dass die vielleicht zusammen sind, so. Ja, so, dieses, was andere denken, das ist ganz oft ein Problem. Ja, gerade bei Männern. Ja. Safe. Ja. Hab ich auch. Das ist ja das, was ich vorhin beschrieben habe. Ja. Da, mir geht es ja auch eigentlich nur darum, wenn wir irgendwo rumlaufen, wenn ich meine Jungs treffe, die umarmt die und die gibt denen so ein komisches Gefühl, da geht es mir auch darum, was die denken dann. Also ich finde das traurig irgendwie. Ist auch traurig, weil ich bin mir hundertprozentig sicher, hätte ich mich mit dem Typen getroffen, wenn du einen Typen kennenlernst und der trifft dich mit mir, danach ist alles safe. Ja. Ich weiß das. Wenn er nicht selbst irgendwelche Ego-Probleme hat und so. Wenn er wirklich kommt und wissen will, was läuft da zwischen Laura und Leon. So. Und ich bring dem das rüber. Dann gibt's nichts mehr bei ihm zu bedenken oder irgendwie so. Ja. Das kann man auch rüberbringen, weißt du? Voll. So. Du kannst es rüberbringen und ich auch so. Mhm. Dass die Partner damit klarkommen würden. Und wie traurig wäre das, wenn man, also das hab ich auch in den Kommentaren gelesen bei unseren Videos manchmal. Lasst euch das bloß nicht kaputt machen durch eine Freundin, die du bekommst oder durch einen Freund, den du bekommst. So. Ja, weil das wäre so traurig. Wäre es. Weil es hat krasses Potenzial. Unsere, oh shit. Regnet's? Nee, ist aus. Ja genau, dass ich einfach gesagt habe, dass ich glaube, dass, also es wäre extrem traurig, wenn irgendein Partner unsere Beziehung miteinander, wie wir miteinander stehen, weil
ich bin ja überzeugt davon, dass du ein Star bist. So, und das, ich bin auch überzeugt davon, dass ich dich dahin bringen kann, weißt du? Yeah. So. Und deswegen, das will ich machen. So. Das ist eine Lebensaufgabe. Also das ist eine Aufgabe für mich. So. Und da geht es nicht um irgendwelche Sexsachen oder irgendwelche dummen Hintergedanken oder so. Ich meine, wir hätten sie auch schon längst machen können, wenn es unbedingt, wenn wir ja, das wenn, wollten. Ja, genau. You know. So. Aber ich bin ehrlich, ich habe ja so, man lernt ja viele Menschen kennen und so, aber das, was wir miteinander haben, Leon. Oh, oh. Was? Ich gehe. Nee, aber das ist schon krass. Also ich habe dir ja auch gesagt letztens, ich habe einfach diese Seelenverbundenheit und ich habe durch dich das erste Mal kennengelernt, dass man nicht gleich miteinander zusammen sein muss oder eine, ne, dass es, dass man zusammengehört, dass man irgendwie jetzt irgendwie heiraten muss, sondern man kann eine tiefe Seelenverbundenheit miteinander haben. Man kann eine Soul Family sein. Ich bin fest davon überzeugt, dass du und ich, like we know each other. 100%. Das haben wir ja gemerkt beim ersten Mal, wo wir uns getroffen haben. Voll. So, aber ich hatte das so in einer Form von, dass das jetzt ein Männchen ist und ich bin ein Weibchen und wir also ich brauche dich in meinem Leben, you know? Ja, ja. Aber das ist nichts irgendwie so und ich liebe dich auch, aber ja, das ja. ist keine romantische Liebe, das ist so eine unconditional love. Ja, genau. Wenn irgendwie, ich brauche auch nichts von dir im Gegenzug oder so. Ja, genau, keine, wie sagt man dazu? Keine Voraus, also es muss keine Voraus, also nee, keine Erwartungen keine sind Erwartungshaltung. Da. Genau, sondern einfach, dass man füreinander da ist. So. So. Dass man weiß, da ist jemand. Und wir mit verstehen dem kann ich uns, reden. Ja. Ohne dass man da großartig irgendwie was erklären muss. Ja. Wir haben auch beide fast das Gleiche durchgemacht ja. im Leben. Ja, wir haben auch so backgroundmäßig, weißt du, wenn wir über unsere Familien reden und so, voll. Da ist voll viel, und was wir auch in der Kindheit und so durchgemacht haben und so, da ist halt voll viel Ähnliches drin. So. Das ist schon krass. Das habe ich bis jetzt noch nie. Nee. Ich kenne das gar nicht. Auf so einem Level nicht, nee. Nee. Vor allen Dingen nicht zwischen Mann und Frau. So. Nee. Das hatte ich auch noch nicht. Nee. Dass ich eine Frau kennengelernt habe, wo ich das Gefühl hatte, so, ach du Scheiße, Digga, weißt du? Man ist sich so ähnlich in so vielen Sachen und man kann halt auch wirklich über alles reden, so, weißt du? Ja. Und das ist halt auch brutal wichtig, so, dass du jemanden hast, mit dem du, wo du auch mal deine Seele rauslassen kannst. So. Voll. Und auch, was da zurückkommt, so, wenn ich dir jetzt mein Herz ausschütte, das, was zurückkommt, ich weiß, dass du es einfach immer nur gut meinen würdest und nie aus irgendeiner Eifersucht heraus antworten würdest, handeln würdest. Weißt du, wie ich meine? Und das kenne ich nicht so. Weißt du? Wenn ich mit meinem gleichen Geschlecht mich öffne, da habe ich immer irgendwie Angst, ah ja, komm, die hatet jetzt oder die erzählt das jetzt dem oder die, weißt du, ich meine, das ist bei dir einfach, gibt's nicht. Ja, ja. So. Und das ist schon krass. Das ist krass, auch jetzt unabhängig von Frau und Mann. Wenn ich so überlege in meinem ganzen Leben, jetzt männertechnisch so, weißt du, wie ich meine so? Ich habe schon auf jeden Fall auch Männer kennengelernt, so, wo ich das Gefühl hatte, Dicker, wir kennen uns seit 100 Jahren. Da ist irgendwas so. Ja. Ich habe das schon mal gehabt, weißt du? Ja, so zwei, drei Mal in meinem Leben, so, wo ich das Gefühl hatte, Dicker, das gehört einfach zusammen. So. Wir zusammen, gegenseitig, wir können uns so krass und so. Und so, das habe ich halt auch mit dir so extrem, weißt du? Wo ich einfach merke, Dicker, man versteht sich blind. So. Man versteht sich blind. Man muss manchmal nicht mal miteinander reden und man fühlt schon, was der andere gerade fühlt oder denkt oder so, weißt du? Oder wo wir auch zusammen im Studio waren. Das habe ich auch, okay, ich habe noch nicht so viel in Studios abgehangen und so, aber Digga, bei dem einen Mal, wo wir den einen Song aufgenommen haben, so, ich habe gedacht, ich bin das in der Booth, weißt du? Welchen Song? Ah, bei Jayco. Ja, genau. Ja, ja, ich habe ja. gedacht, ich bin, und wirklich so, das war wirklich, ich habe das so, ja. ich war echt, Bro, wenn du mich gesehen hättest da, Bruder, ich war da, weißt du, ich habe gerappt eigentlich, aber du warst das, weißt du? Ja, voll. So, und das ist krass. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Ja. So, das zu haben ist Gold wert, echt. Und deshalb, und ich finde das krass, dass auch deine Community, die sieht es ja teilweise, dass es so ist zwischen uns. Und deswegen kommen dann wohl auch so Sätze wie, hey, lasst euch nicht auseinanderbringen. Und ich bin halt der Meinung, dass wenn du wirklich einen Partner hast, der dich für dich liebt, dann wird er das akzeptieren, weil er weiß, es tut dir gut. So. So. Warum willst du deinem Partner Menschen wegnehmen, die ihm gut tun? Macht keinen Sinn. Ego halt. Ja, genau, Ego-Sache. Ja. Ego-Sache. Also eigentlich haben wir damit gesagt, uns geht's nicht um, wir glauben beide daran, dass Freundschaft zwischen Mann und Frau nicht funktioniert. Aber Seelenverwandtschaft schon. Ja. So. Ja. Das ist ein Riesenunterschied. Ja. Wir sind keine Freunde. Nee. So. Ich bin sowieso kein, ich bin auch kein Mensch für Freunde.
ich auch nicht. Ich will Seelenverwandte in meinem Leben haben. Ich will Menschen haben, wo ich das Gefühl habe, wir gehören zusammen bis zum Tod. Ja. So, das will ich haben. Ich brauche keine Freunde. Ich will keine Leute haben, mit denen ich abhängen kann, so wie unnötig. Wie viele Freunde hat man denn sowieso jetzt mal ernsthaft? Also ja, ich war schon immer so. Also ich war schon immer so. Ich habe nie Kumpels gehabt. Ich habe nie mit 1000 Leuten connected und bin mit 1000 Leuten in die Shisha-Bar reingegangen, mit denen ich gar keine richtige Verbindung habe, wo wir richtige Talks haben. Bro, was soll ich dann da machen? Zeitvertreib. So, und das habe ich auch den Leuten immer versucht, so einzutrichtern, mit denen ich unterwegs war, wo ich die Seelenverwandtschaft gespürt habe und gemerkt habe, dass die noch voll viel mit Leuten so einfach so unterwegs sind. Diese Leute, die sind da, weil sie sich ablenken wollen, weil die irgendwie, aber die sind nicht da, wenn es drauf ankommt, weißt du? Warum willst du dann so viel Zeit mit denen verbringen? Warum? Die meisten Leute meiner Meinung nach wollen sich einfach nur ablenken von dem, was außen rum um die abgeht, so, weißt du? Suchen sich irgendwelche Leute, egal ob diese richtig krasse Verbindung da ist oder nicht, gehen mit denen raus, um sich irgendwie abzulenken, so. Bekannte. Bekannte. Und es geht sogar so weit, dass viele Leute auch in Beziehungen so reingehen. Ich habe gerade eh niemanden, mir geht's gerade nicht so gut, ich nehme einfach irgendeine und bin mit der jetzt zusammen. Ach, sozial. Obwohl ich das gar nicht richtig fühle, so, dass wir miteinander bestimmt sind, so, weißt du? Und das sehe ich sehr oft. Das sehe ich sehr oft. Traurig. Hört auf damit. Ja, nee, ehrlich jetzt. Ohne Scheiß. Sucht die Menschen, die euch wirklich ein gutes Gefühl geben. Dieses Gefühl, das ist es. Es ist egal, Männchen, Weibchen, egal woher, dieses Gefühl ist so wichtig. Das ist alles. It's everything. Ich bin ehrlich, ich habe das Gefühl, ich habe immer mein ganzes Leben, ich wollte Freunde. Freunde. Sure. Unbedingt. Und ich wurde so oft verarscht, aber ich habe in meinem Alter dann, so mit der Zeit, meinen kleinen, wie gesagt, ich habe 3 Freunde, du gehörst da nicht zu, weil du bist Familie, so. Es hat so lange gebraucht, bis ich dieses Gefühl finde und ich habe es festgehalten, weil das findest du nicht so oft. Jemand, der sagt, ich habe 30, 40 Freunde, halt's Maul. Hast du nicht. Hast du nicht. Wer ist wirklich da, wenn es drauf ankommt? So? Yeah. Die Frage musst du dir stellen. Yeah. Und da sind von den 30 vielleicht einer. Einer. So. Wenn es hochkommt. Voll. Ja, das ist voll wichtig, Mann. Das ist voll wichtig, weil so wirst du auch nur enttäuscht am Ende des Tages, weißt du? Dann lieber mit weniger oder mit gar keinem unterwegs sein, vielleicht auch eine Zeit lang. Wenn du keinen hast in deinem Leben, der dir ein gutes Gefühl gibt, so, dann lass es auch bleiben, weißt du? Warte darauf, so. Und das, was wir auch gemacht haben, dass wir unbedingt Freunde haben wollen und so, ist genau dann findest du keine richtigen Freunde, wenn du es unbedingt haben willst, so. Chill mal, lass mal gehen einfach. Voll. Auf einmal kommt jemand in dein Leben, wo du spürst. Ja. So. Ja. Geiles Thema aber. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare rein, was ihr zu dem ganzen Thema sagt. Ich schwör's dir, das interessiert mich auch, was die Leute so sagen. Ja, voll. Ich kann mir vorstellen, also so, wenn ich mich auch so unterhalte mit Menschen, die meisten sagen Freundschaft, Mann, Frau auf gar keinen Fall. Und ich kann nicht sagen, stimmt nicht. Weißt du, so, ich fühle das. Ja. Das ist schwer. Ja. Okay, ich würde sagen, das Thema haben wir durch, oder? Ja. Da haben wir gut zu viel jetzt geredet, so. Präge den, Motherfucker. Ja, dann sollen wir zum Abschluss vielleicht noch mal ein bisschen über Mucke reden. Ja. Was geht mit Mucke? Was geht bei dir mit Mucke? Du hast eine Single rausgehauen. Ja. Am 7.7. Danach haben wir noch gar kein Video gemacht, glaube ich. Nee. Nee. Connection it in. Motherfucker. Connected in. Auf jeden Fall. Check Lauras neue Single ab. Connection ist ein geiler Song für die Vibes jetzt gerade. Summer Vibes, Afro Vibes. Ganz egal, wo ich bin, wann und nix für mich geht. Ich zeig dir nach, was eine Connection. Aha. I like that, man. Yeah. Wie ist der Song entstanden? Wie ist denn der Song? Das war, glaube ich, einer. Oh, guck mal, Leon, guck mal, schnell, schnell. God damn. Siehst du, das nenne ich... So, das nenne ich Homie. Die lässt kein Booty an mir vorbeilaufen. Nicht einfach so. I smack that ass, she throw it back, it's self-defense. Okay. Okay, erzähl, wie ist der Song entstanden? Connection habe ich schon vor 2 Jahren geschrieben, vor 2,5 Jahren. Es war mein erster deutscher Song, den ich geschrieben habe. Ich sitze immer zu lange auf meiner Musik rum. Ich bin schon wieder viel krasser als damals. Darf man das so sagen? Darf man. Ja. Aber ich bin generell, ich habe gemerkt, immer wenn ich schreibe, ich bin so ein Liebes-Tusnelda. Es geht immer um Liebe, entweder Streit oder
you know, connection. Connecten. Und in diesem Fall, ich schreibe immer über mich selbst, das hat immer irgendwas mit meinem eigenen Leben zu tun. Aha. Ja. Wer ist denn derjenige, mit dem du so eine krasse Connection hast? In diesem Fall war das so, dass ich es mir gewünscht hätte. Ah, okay. Du hast so einen Film gemacht. Ich habe einen Film gemacht. Also ich, nee, also diese Connection war schon da, aber nicht so, wie du es in dem Song gesagt hast. Es hat sich dann leider erst nach dem Song rausgestellt, dass die Connection dann doch nicht so war, wie sie im Song war. Aber für mich in dem Moment... Die hat Moment dir den Song gegeben. War so. Ja. So. Ich muss auch sagen, bei dem Song, das ist einer, das ist so für mich, ich glaube, es ist sogar aktuell mein Lieblingssong von dir. Auch von den Songs, die noch nicht rausgekommen sind. Yeah. Weil der einfach halt von A bis Z, also du hörst den und der bringt dich in so einen Film rein. Und du kommst aus dem Film auch nicht mehr raus. Und das ist bei mir bei Songs voll wichtig, dass wenn der steigt ein, du bist in irgendeinem Film drin und der leitet dich die ganze Zeit durch den Film durch, bis der Song zu Ende ist, so, weißt du? Das finde ich voll wichtig bei Songs. Und das ist bei Connection so. Geil. Das ist krass. Geil. Ich feiere den Song hart. Ich mag ihn auch sehr. Es ist nur so, dass ich ihn einfach tot gehört habe. Schon zu lange, der da rumliegt, so wie viele andere Songs. Deswegen müssen die alle schnell raus. Aber ich liebe ihn trotzdem, ja. Weißt du schon, wann das nächste Ding kommt? Ja, Mitte August. Wollte ich auf jeden Fall. Diesen einen, ne? Two-Step-Vibes. Ja, Two-Step-Vibes. Geil. Auf jeden Fall auch wieder, it's all personal. Es ist immer alles über mich, es ist immer alles wirklich auch der... Wow, that's another one. It's a little bit too much. It's a little bit too much, Laura. It's a little bit too much. Okay. Ja, Digga, ey, wir haben ja auch, ich muss sagen, den einen Song, Bruder, den Part, den du da rausgehauen hast auf meinen Song. Welcher Song? Wir haben ja jetzt schon auch so ein paar. Shine? Ja, Mann. Mit Jacob. Ah, jo. Der Part ist krass, Digga. Ich sag dir ehrlich, nachdem du den Part reingehauen hast, fühle ich meinen Part auch nicht mehr so krass. Oha. Ich schwör dir, weil du hast es, aber ist egal. Weil der Part von dir, wenn der kommt und so, das macht, das rundet das alles dann am Ende nochmal ab so. Yeah. Wenn das so geblieben wäre, dann hätte ich vielleicht gesagt, ah, weiß ich nicht, soll ich nochmal machen, soll ich nochmal irgendwie, aber mit dem Feature zusammen, glaube ich, weil die Hook feiere ich auch brutal. Geil. Nur meinen ersten Part, so, da, so, ich habe den ja eigentlich in Tulum aufgenommen, dann haben wir den hier nochmal aufgenommen und ich habe nicht mehr diesen Vibe in der Stimme, wie ich ihn in Tulum hatte, weil ich halt vor Ort war, weißt du? Das nervt mich ein bisschen, weil ich halt den anderen Song noch im Ohr habe, wie ich ihn da aufgenommen habe, so, weißt du? Das nervt mich ein bisschen, aber ich glaube schon, dass es, also meiner Meinung nach glaube ich, dass der Song auf jeden Fall... Ich freue mich auch auf der den. Der wird schon auf jeden Fall gut ankommen, glaube ich. Also ich glaube, den werden die Leute auch krass feiern. Ja. Ja, ja. So, meine lieben Freunde, bleibt stabil, stay raw, be unique. Dabei ist alles, weil dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Hey, get in, motherfucker.